Was ist die beste Strategie zum Investieren an der Börse? Immer wieder werde ich das gefragt. Und warum investiere ich genau nach der All-Weather-Strategie von Ray Dalio und nicht nach dem Klassiker von Gerd Kommer, dem Weltportfolio? Was sind die Gründe dafür? Und welches Portfolio ist gegebenenfalls sogar besser? Welche Chancen und Risiken haben die beiden Portfolios? Und wonach sollte man die passende Strategie am Ende auswählen? Oder gibt es eine perfekte Strategie für alle? Wir wollen uns die beiden Portfolios von Kommer und Ray Dalio heute mal im Detail anschauen und versuchen zu vergleichen. Welches ist eventuell besser? Und warum investiere ich persönlich nach der All-Weather-Strategie? Zudem werde ich euch die beiden Strategien mit Musterportfolios als PDF in der Beschreibung verlinken, damit ihr das Ganze gegebenenfalls an eure Strategie adaptieren könnt. Und wenn euch das gefällt, dann lasst doch gleich mal ein Like da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, jeder Investor steht irgendwann mal vor der Frage, wie soll ich am besten investieren, beziehungsweise was ist die beste Strategie? Also womit mache ich die meiste Rendite bei kleinem Risiko und das möglichst schnell? Doch hier muss ich euch leider gleich enttäuschen. So einen heiligen Gral gibt es leider nicht. Zudem sollte man sich vorher ein paar Punkte ins Gedächtnis rufen, bevor man sich auf die Suche nach der Anführungszeichen besten Strategie macht. Denn nicht jede Strategie ist gleich. Du musst dir zuerst überlegen, was ist überhaupt dein Ziel? Will ich Vermögen aufbauen oder bereits heute einen Cashflow aus meinen Investments ziehen? Oder wie viel Zeit möchte ich aufbringen? Will ich das Ganze aktiv machen oder passiv investieren? Ebenso, wie viel Risiko kann ich überhaupt eingehen? Zudem muss man sich überlegen, wie viel Zeit habe ich? 5 Jahre oder womöglich noch 30 Jahre? Außerdem interessant, was ist denn mein aktueller Wissensstand? Denn man sollte nicht anfangen, irgendwelche Produkte zu handeln, die man überhaupt nicht versteht. Um das Ganze etwas besser zu verstehen, eine einfache Analogie. Es bringt nichts, einen 500 PS Porsche zu kaufen, wenn man gar nicht weiß, wo man damit hinfahren will. Das Tempo ist wichtig. Die Richtung ist jedoch wichtiger, also die passende Strategie für uns. Also zunächst, wie sind die beiden Strategien grob aufgebaut? Beide Strategien sind weitgehend passiv auf ETFs aufgebaut. Je nachdem, welches Kommer-Portfolio man sich genau anschaut, dazu aber gleich noch mehr. Man muss also nicht viel Zeit für das aktive Handeln investieren und man muss nicht wissen, wo die Börse heute oder morgen steht. Die beiden sind außerdem langfristig angelegte Strategien Buy and Hold, also es wird nicht kurzfristig viel gehandelt. Abgesehen vom Rebalancing von Zeit zu Zeit. Demnach sind beide Strategien persönlich für mich in der Grundstruktur interessant. Schauen wir uns jetzt beide Strategien mal kurz im Detail an, um sie danach zu vergleichen. Kommen wir zunächst zur Strategie von Gerd Kommer, dem Investmentbanker und Bestsellerautor. Von ihm stammt das Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs, was für einige auch als Bibel des passiven Investieren gilt. In seinem Buch spricht er von dem Weltportfolio, was durch ihn aber oft auch den Namen Kommer Weltportfolio bekommt. Diese Strategie beruht auf Basis von vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie zum Beispiel der Effizienzmarkttheorie nach Farmer oder der Portfoliotheorie nach Markowitz, die zum Teil sehr komplexe Materie, für die Autoren auch schon Nobelpreise bekommen haben, fasst eher einfach und verständlich für den Privatanleger zusammen. Doch das Kommer-Portfolio, was früher noch als passive Portfoliostrategie galt, bekommt inzwischen einen leicht aktiven Ansatz. Mit sogenannten Smart-Beta-ETFs, die auf Small Size, Value, Momentum oder Quality-Aktien setzen. Die Frage, ob sich das wirklich lohnt, ist noch sehr umstritten, auch wenn einige neuere Studien das belegen wollen. Doch diese Effekte können in der Realität mitunter sehr lange dauern, wenn man zum Beispiel die unterschiedlichen Kosten der Produkte mit einbezieht. Deswegen gibt es kein klassisches Kommer-Weltportfolio mehr, sondern man muss sich die Strategie individuell zusammenbauen. Was meine Eingangsthese ja bestätigt, dass eine Strategie am Ende sehr individuell ist. Jedoch ist das aktuelle Weltportfolio-Konzept mit wenigen ETFs umsetzbar. Das Konzept läuft inzwischen nach 2 Schritten ab. Schritt 1. Die Level 1 Asset-Allokationen bestimmen. Hier muss man je nach persönlicher Risikotoleranz sein Investment in einen risikobehafteten Anteil, also Aktien, Rohstoffe, Immobilien oder Gold, und in einen risikoarmen Anteil, also Anleihen und Festgeld, aufteilen. Der risikobehaftete Teil dient dabei vorwiegend als Renditetreiber, wohingegen der risikoarme Teil das Risiko managt und damit so eine Art Anker ist für das Portfolio. Die jeweilige Allokation muss mit der Zeit aber immer wieder überdacht werden. Am Anfang kann man natürlich mehr in Aktien gehen als später, kurz vor dem Renteneintritt. Der zweite Schritt ist dann die Level-Asset-Allokation bestimmen, um die Indexauswahl. Die neuen Kommer-Weltportfolios gibt es nämlich in unterschiedlichen Komplexitäts- und Ausbaustufen. Stufe 1 wäre zum Beispiel ein Portfolio ohne Faktor-Investing. Ganz simpel mit 2 ETFs, sehr gut für Kleinsparer und Anfänger, die gerade noch am Anfang ihrer Investmentkarriere stehen. Das zweite Portfolio wäre zum Beispiel ohne Factoring, dafür aber eine Beimischung von zum Beispiel Rohstoffen und Immobilienaktien sowie Gold. Kommer empfiehlt für diese Gewichtungen von jeweils maximal 5-10% des risikobehafteten Anteils. Dann gibt es die dritte Variante, ein einfaches Multifaktoren-Investing mit Ausrichtung auf den Aktienfaktorenmarkt.
also Hinzufügen von Aktienmarktfaktoren, zum Beispiel Small Size, Value, Quality, Political Risk oder Momentum, da diese aus seiner Sicht am attraktivsten sind und in der Literatur am besten belegt sind. Dadurch kann das Portfolio aber sehr US-lastig werden. Würde man dann hingegen wieder mehr ETFs hinzunehmen, wird das Ganze wieder weiter komplex und die Transaktionskosten können steigen. Dann die vierte und letzte Variante, die Weltportfolio-Variante mit integriertem Multifactor-Investing. Also anstelle von nur einem Faktor pro ETF werden hier mehrere Faktoren in einem einzigen ETF bzw. Index kombiniert. Die Aktie wird also gleich anhand mehrerer Faktoren bewertet, bevor sie in den ETF mit aufgenommen wird. Dies hat den Vorteil, da sich Faktorprämien oft gegenseitig beeinflussen. Also es wäre ein Nachteil, wenn man viele einzelne Faktor-ETFs hat. Nachteil dieser Strategie ist, dass die Kosten für diese speziellen ETFs meistens etwas höher sind als gegenüber den einzelnen Faktor-ETFs. Wir schauen uns jetzt die vierte und letzte Variante mal etwas genauer auf Just ETF mit dem Musterportfolio an, mit einer Aufteilung von 70% in risikobehaftete Anlagen und 30% in risikoärmere Anlagen. Ja, hier haben wir das Weltportfolio der vierten Variante. Und insgesamt hat man hier eigentlich nur drei ETFs, um das Ganze abzubilden. Also erstmal diese 30-70-Variante, 70% in Aktien und 30% in Anleihen. Weiter unten sieht man auch genau, welche ETFs hier genutzt werden. Man hat hier einmal den Emerging Markets IMI, also das sind auch Large, Mid und Small Cap Aktien drin. Hier hat man statt der klassischen Emerging Markets nur von 800, sind hier glaube ich fast 2400 drin. Also hat schon ein weiteres Spektrum an Aktien im Portfolio. Das nächste mit 52% in der Einzelgewichtung sind die sogenannten Multifaktor ETFs bzw. ein Multifaktor ETF. Der die Titel und die Gewichtung basierend auf mehreren Faktoren bewertet, also Value, Momentum, Qualität und die kleine Unternehmensgröße. Und dann der sichere Anker, also der dritte Teil, wird dann auf Macro-Weighted Government Bonds gemacht mit 1-3 Jahren Laufzeit, also auf die Eurozone mit AAA-Rating und AA-Rating. Also das Ganze ist dann der sichere Anker, um das Risiko zu managen bzw. zu reduzieren. Soweit also erstmal zur ersten Strategie, kommen wir noch kurz auf die Kritik zu sprechen. Zunächst ist die Frage, ist überhaupt Performance das richtige Anlageziel? Es gibt wieder immer Experten, die statt der maximalen Performance lieber auf das minimale Risiko setzen wollen, beziehungsweise das als Ziel nehmen. Klar, 10% Rendite sind mehr als 5, doch wie reagiert der Anleger, wenn das Investment 50% fällt, anstatt nur zum Beispiel 10% bei der 5% Variante? Oft reagieren Anleger bei starken Verlusten nämlich nicht mehr rational. Außerdem ist es strittig, wie erfolgreich diese neuen smarten Beta-ETFs wirklich sind. Die Kosten können hier gegebenenfalls den Renditevorteil sehr schnell wieder auffressen. Soweit zum ersten Portfolio von Koma, kommen wir jetzt zur All-Weather-Strategie von Ray Dalio. Ja, die zweite Strategie ist die All-Weather-Strategie oder auch Risikoparitäten-Strategie genannt. Bekannt durch Ray Dalio, einem der erfolgreichsten Portfolio-Manager der Welt und Bestseller-Autor, welcher nebenbei einen der größten Hedgefonds der Welt leitet bzw. gegründet hat, namens Bridgewater Associates. Die verwalten derzeit ein Vermögen von rund 160 Milliarden US-Dollar Stand 2019. Diese Risikoparitätenstrategie ist dabei einer der populärsten Investmentkonzepte der letzten 5 Jahre. Seine All-Weather-Strategie hat inzwischen einen festen Platz in den Multi-Asset-Strategien. Das Ziel dieser Strategie ist es, ein krisenfestes Portfolio aufzubauen. Sprich ein Portfolio, welches in jeder Marktlage, zum Beispiel hohe Inflation, niedrige Inflation bzw. Deflation, hohes Wachstum, niedriges Wachstum, das Vermögen vermehren kann. Dazu wird eine Balance der sogenannten 4 Jahreszeiten geschaffen. Damit sind die verschiedenen Marktphasen gemeint, welche in der Grafik hier zu sehen sind. Denn man kann nicht vorhersagen, welche Marktphase zu einem bestimmten Zeitpunkt vorherrschen wird. Also versucht man das Risiko gleichmäßig auf alle 4 möglichen Marktphasen aufzuteilen, dass man das Rendite-Risiko-Verhältnis hierbei optimiert, wodurch man ein zeitloses Portfolio schaffen kann. Dadurch soll das Portfolio langsam und stetig wachsen und gerade in Krisenzeiten einen geringeren Verlust haben. Ray Dalio bzw. seine Firma hat das Portfolio in vielen Marktphasen wie auch Krisen getestet, um das Risiko zu reduzieren, aber die Rendite zu behalten, und in diesen Zeit performte das Portfolio über die Zeit hinweg sehr gut. Schauen wir uns auch dieses Portfolio jetzt mal genauer auf JustETF an. Dort habe ich ebenfalls ein Musterportfolio gebaut. So, hier haben wir die All-Weather-Strategie. Die Aufteilung sieht hier schon etwas anders aus. Also anstatt nur 3 ETFs haben wir hier 8 ETFs, also schon ein bisschen mehr. Hier haben wir 18,72% in Aktien, sehr großen Anteil in Anleihen auf jeden Fall, fast 68%.
Dann haben wir noch Edelmetalle bzw. Gold. Gold sind ungefähr 6,5% und die Rohstoffe sind 7,6%. Und das ist die Balance bzw. die Aufteilung, um in allen Marktphasen quasi gleichzeitig bzw. gleichmäßig investiert zu sein. Anleihe ist hier aber gleich noch nicht Anleihe, wie wir gleich sehen werden. Schauen wir uns mal hier an. Also ganz klassisch haben wir hier den MSCI World und MSCI Emerging Markets drin. So ein Verhältnis von 70-30, also hier 13% und hier 5,8%. Dann gehen wir mal kurz noch zu den Rohstoffen, beziehungsweise erstmal Gold. Die sind so mit 6,5% drinnen, um das Ganze auszutarieren. Gold funktioniert zum Beispiel sehr gut in schlechten Marktphasen und die Aktien natürlich gut in guten Marktphasen, wenn die Wirtschaft wächst. Dann haben wir hier auch noch Rohstoffe drin. Das ist zum Beispiel ein Warenkorb aus den 12 liquidesten Rohstoffen. Dann hat man einen großen Mix aus Anleihen. Zum Beispiel hat man jetzt nicht nur klassische Anleihen wie die Strategie zuvor, nur im europäischen Markt, sondern man hat hier auch einen Mix aus den Staatsanleihen der Emerging Markets. Dann hat man hier auch noch High Yield Bonds drin, also vom Rating BB bis hin zu CCC, die ein größeres Risiko aufweisen, aber dafür auch eine höhere Rendite haben. Dann hat man hier ganz klassisch die Aggregated Bonds von den entwickelten Ländern und Schwellenländern. Hat man eigentlich die großen von USA, Europa, hat man hier eigentlich alle mit Portfolio. Und dann hat man hier nochmal Inflation-Linked Bonds, die an die Inflation angepasst werden bzw. inflationsgeschützt werden. Und ja, das ist diese Portfolio-Aufteilung hierfür. Dazu habe ich unten auch nochmal das PDF verlinkt, was ihr euch anschauen könnt. Kurz zur Kritik an der All-Weather-Strategie. Denn einige sind der Meinung, es gibt mehr als diese vier erwähnten Jahreszeiten und das Verhalten von Assetklassen ist ebenso genau unvorhersehbar und es ist nicht leicht, daraus Szenarien zu kategorisieren. Sprich, die vergangenen Szenarien wiederholen sich vielleicht nicht mehr oder es gibt ganz neue. Und das ist nicht ganz falsch, denn man kann niemals aus der Vergangenheit die komplette Zukunft schließen. Also kommen wir jetzt zum Vergleich der beiden Strategien. Beide Strategien haben unterschiedliche Herangehensweisen, wie man am Markt investieren kann. Puma versucht durch einen risikobehafteten Anteil die Rendite zu erzeugen und managt im zweiten Teil, dem risikofreien Anteil, das Risiko, was mit der Zeit immer wieder angepasst werden muss, wohingegen die All-Weather-Strategie versucht, das Risiko zuerst zu managen und davon ausgehend eine erwartete Rendite hat. Also genau andersherum. Beide Strategien kann man jedoch im Kern individuell anpassen. Bei Koma in Form von größeren Gewichtungen in den risikobehafteten Anteil, also zum Beispiel in Assetklassen wie Aktien, aber auch dem Hinzufügen weiterer Assetklassen wie Rohstoffe und seit neuestem der Hinzunahme der Smart-Beta-Faktoren wie zum Beispiel Volatility. Das All-Weather-Portfolio kann man ebenso anpassen. Hier wird jedoch nicht die Gewichtung verändert wie beim Koma-Portfolio, sondern das Portfolio wird sogenannt gehebelt. Das heißt, es werden risikoreichere Produkte mit einer höheren erwarteten Rendite hinzugefügt. Zum Beispiel anstatt von Large Caps, also großen Aktien, nimmt man Small Caps oder man nimmt risikoreichere Anleihen. Je nach Aufstellung kann es also sein, dass man im zeitlichen Verlauf das Portfolio von Ray Dalio weniger häufiger umschichten muss als die Koma-Strategie, was uns einige Kosten sparen könnte. Welche in der Theorie nämlich schwer zu beziffern sind, weil sie sehr individuell sind und deshalb gerne mal in der Theorie weggelassen werden oder nur pauschal berechnet werden. Hier sehe ich bei der All-Weather-Strategie einen kleinen Vorteil. Was gut ist, beide Strategien sind mit ETFs abzubilden, was auf jeden Fall ein Pluspunkt ist. Hier sparen wir generell schon mal Kosten. Beide Strategien sind Buy- und Hold-Strategien, was ebenfalls positiv ist. Beide sind mehr oder weniger passiv, wobei der Koma einen leicht aktiven Ansatz hat mit den Smart-Beta-ETFs. Dann ein weiterer Punkt, beide Strategien können individuell angepasst werden. Soweit erstmal allgemein. Schauen wir jetzt doch etwas unter die Haube, wenn wir bei der Analogie des Autos bleiben wollen. Kommen wir erstmal zu Kostenquote der beiden Musterportfolios. Denn das interessiert wohl die meisten. Hier haben wir erstmal beim All-Weather-Portfolio eine Kostenquote von 0,23% und beim Koma-Portfolio in diesem Beispiel bei Variante 4 0,34%. Also ein Stück weit höher. Für die Wertentwicklung in einem Jahr ist das bei der All-Weather-Strategie 12,74%, wohingegen wir bei dem Koma-Portfolio auch ungefähr bei 12% liegen. Also sie sind hier in der Entwicklung von dem letzten Jahr sehr ähnlich. Wie sieht das dann aus mit dem Risiko? Das Risiko in der Vola-Entwicklung ist bei 4,39% innerhalb eines Jahres beim All-Weather-Portfolio. Und bei dem Koma-Portfolio sind es 8,1%. Also sie haben beide eigentlich eine sehr gleiche Renditeentwicklung, aber die Volatilität, also das Risiko, ist doch sehr unterschiedlich, denn beim Koma-Portfolio fast doppelt so hoch.
Dadurch ergeben sich natürlich auch unterschiedliche Risiko-Rendite-Verhältnisse. Beim All-Weather-Portfolio wären das 2,9% oder 1,51% bei dem Koma-Portfolio. Und das, wenn man jetzt das Verhältnis von einem Jahr sieht. Schauen wir uns das Ganze grafisch nochmal ein bisschen an. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das All-Weather-Portfolio im maximalen Verlauf, hat hier eine Rendite von 11,7% ungefähr gemacht. Schalten wir jetzt mal das Koma-Portfolio hier hinzu mit der integrierten Strategie und sehen hier schon, die Portfolios bewegen sich relativ gleich im Endeffekt, also haben die gleiche Rendite am Ende eigentlich. Aber man sieht schon, das Schwarze hier, das Multifaktoren-Portfolio von Koma, ist deutlich volatiler, was hier auch sehr deutlich wird. Wie sieht das im Einjahresverlauf aus? Auch hier sind die Portfolios sehr ähnlich, wobei das Portfolio von Koma wieder etwas mehr schwankt. Und hier sieht man dann auch nochmal das Rendite-Chance-Verhältnis. Hat man hier einmal das Portfolio, wie eben erwähnt, mit 12% und 4%, bewegt sich hier in diesem Bereich. Schauen wir uns das auch nochmal kurz für das Koma-Portfolio an. Gehen hier auf ein Jahr und sehen hier, hier sind das nur drei ETFs. Hier haben wir dann die Renditetreiber im Portfolio und hier unten den Anker. Gibt dann eine Balance von 12% zu 8% Risiko, also das etwas schlechtere Chance-Risiko-Verhältnis. Insgesamt muss man aber sagen, dass es nur eine sehr kurze Zeitaufnahme ist und man muss hier natürlich aufpassen, vorschnelle Entscheidungen zu treffen. Das Ganze ist auch nur in der Vergangenheit und man kann das nicht völlig auf die Zukunft adaptieren. Zudem bräuchte man jetzt 20 bis 30 Jahre, bis man wirklich eine qualitative Aussage treffen kann. Jedoch gefällt mir beim All-Weather-Portfolio, dass es eine deutlich niedrigere Volatilität hat, bei ungefähr gleicher Rendite. Welches ist nun das bessere oder schlechte Portfolio? Eine pauschale Aussage darüber kann man nur sehr schwer treffen, beziehungsweise kann sie eigentlich nicht treffen, weil das Portfolio ja individuell von vielen Parametern abhängt, wie eingangs bereits erwähnt. Unter anderem, was ist euer Ziel? Was ist euer aktueller Wissensstand? Wie komplex darf das Portfolio sein? Aber auch, wie viel Zeit möchte ich dafür aufbringen? Keines der beiden Portfolios ist per se schlecht. Beide sind legitime Anlagestrategien. Wichtiger ist, dass man im Endeffekt bei einer Strategie bleibt und nicht ständig hin und her wechselt. Denn wie heißt es so schön? Hin und her macht Taschen leer. Und am Ende führen viele Wege nach Rom und beide Strategien können euch zum Denken anregen und ihr könnt gegebenenfalls einige Punkte für euch adaptieren. Warum investiere ich also nun nach der All-Weather-Strategie bzw. Risikoparitäten-Strategie? Ich habe mich persönlich für die All-Weather-Strategie entschieden, weil diese Strategie in guten und schlechten Marktphasen performt bzw. keine großen Einbrüche hat. Sprich, das Chance-Risiko-Verhältnis ist ein Stück weit besser. Man rollt dem Ziel also entspannt entgegen, anstatt jedes Schlagloch zu spüren, um nochmals auf die Autoanalogie zu kommen. Gerade wenn man schnell Panik in Krisenzeiten bekommt, ist das gegebenenfalls besser. Zudem muss ich mit meiner persönlichen Risikoeinstellung das Portfolio nur ab und zu rebalancen, was ich mit dem Sparplan ganz automatisch machen kann. Also hier muss ich keine größeren Gesamteinstellungen an der Portfolioallokation vornehmen, wie es bei der Koma-Strategie der Fall sein könnte. Einige bezeichnen die Risikoparitätenstrategie oft auch Strategie gegen die Angst. Und tatsächlich habe ich keine Angst vor einer kommenden Krise und kann nachts ohne Probleme schlafen, auch wenn der Markt mal ein paar Tage abrauscht. Sprich, getreu nach meinem Motto, stressfrei, erfolgreich, langfristig, passiv an der Börse investieren. Und die All-Weather-Strategie bildet genau diese Eigenschaften für mich ab. Für jemand anderen mag das vielleicht wieder anders aussehen, weil er die aktiven Faktoren zum Beispiel eines Faktorportfolios mit einbauen möchte. Also jetzt verlinke ich dir, wie erwähnt, nochmal beide Strategien als PDF in die Beschreibung, damit du ein bisschen Ideen sammeln kannst und deine eigene Strategie daraus entwickeln kannst. Außerdem verlinke ich dir noch ein Video zu dem Thema, wie ich das All-Weather-Portfolio Schritt für Schritt aufbaue anhand der Consorsbank und wie man das Ganze adaptieren kann. Und wenn du keins der nächsten Videos verpassen willst, dann vergiss natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Ansonsten, wenn du hinter die Kulissen blicken willst, dann abonniere uns auch mal auf Instagram @Talabox. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Woche Sonntag.